Was wir hier exemplarisch aufgebaut haben, ist der typische Arbeitsplatz eines Mischmeisters-Disponenten in einem Transportbetonwerk. Wir sehen, dass eine Baustelle, die Garage für den Herrn Müller disponiert werden soll. Das ist das klassische Mischmeister-Dispositionsgeschäft, wie es unsere Kunden auch kennen und betreiben. Und der Mischmeister-Disponent wird jetzt dafür eine bestimmte Menge von einem bestimmten Beton disponieren. Und der Auftrag wird eingeplant. Das ist das klassische lokale Geschäft. Und dann gibt es noch im Zusammenspiel zwischen der Disposition, diese Tour muss an eine Mischanlage übertragen werden. Das sind dann Geräte, die wir nicht bauen, sondern da gibt es in Deutschland ein Dutzend Hersteller, die wir ansteuern. Dort wird dann der gesamte Beton fertig gemacht. Wir bekommen dann einen Lieferschein zurück und leiten den an das kaufmännische System weiter. Das ist der Rundlauf, der hier gemacht wird, der von einem Disponenten jetzt auch vom Bildschirm her dargestellt wird. Er sieht immer über seine Grafiken die Touren. Jeder dieser Balken hat eine Bedeutung. Jede Farbe ist ein gewisser Zustand einer Tour. Also grün heißt beispielsweise, er fährt zur Baustelle. Braun heißt es beim Beladen. Das heißt, das ist der Auftrag, wurde bereits an die Mischanlage übertragen. Die Steuerung der Mischanlage wird jetzt gleich anfangen zu mischen. Dann wird der Lieferschein-Datensatz an uns zurückgemeldet. Und damit kommt der Querverweis dann zu dem ZIP-Mobil. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem mobilen Gerät mir meine Werksübersicht anschaue, dann sehe ich, aha, das dritte Werk ist mit an den Start gegangen, ist ja auch Zeit, wir haben ja schon nach 10. Und ich sehe als Werkleiter, der auf der Straße unterwegs ist, okay, Montagmorgen, alles prima, ich bin zufrieden. Oder im Umkehrschluss, ich finde an irgendeiner Stelle läuft was schief, dann kann ich mich sofort damit beschäftigen. Und das Ganze natürlich auch auf kleinen Geräten, das ist dann völlig egal, wo ich das habe.